Fuchs und Wolf als Jagdgenossen. Der Fuchs begegnete dem Wolf, und nun begaben sie sich beide zusammen auf die Jagd. Einst hatten sie einer Bäuerin einen Buttertopf gestohlen. Der Fuchs sagte zum Wolf: Wir wollen die Butter für den Winter aufheben. Jetzt kann man noch Hühner fangen oder dem Hirten einen Hammel stehlen, aber im Winter werden wir nichts bekommen können. Sie brachten die Butter in den Wald und versteckten sie in der Höhle. Als die Kirchenglocken am Morgen läuteten, sprach der Fuchs zum Wolf: Ich werde als Taufmutter zur Taufe gerufen. Nachdem der Fuchs das gesagt hatte, begab er sich in den Wald und fraß die obere Schicht Butter aus dem Buttertopf. Als er wieder zurückkam, fragte der Wolf: Was hat das Kind denn für einen Namen bekommen? Oberschicht, antwortete der Fuchs. Als die Kirchenglocken am nächsten Morgen wieder läuteten, sagte der Fuchs zum Wolf: Ich bin zur Taufe geladen. Da ging er in den Wald und fraß die mittlere Schicht aus dem Buttertopf. Danach ging er zum Wolf zurück. Der Wolf fragte: Welchen Namen hat denn dein Patenkind bekommen? Mittelschicht, antwortete der Fuchs. Und der Bär glaubte, dass der Fuchs wirklich zur Taufe gegangen war und nicht in den Wald, um Butter zu fressen. Am dritten Morgen läuteten wieder die Kirchenglocken und wieder sagte der Fuchs zum Wolf: Ich bin zur Taufe geladen. Der Wolf wunderte sich und sprach: Wieso werde ich niemals zur Taufe geladen? Darauf der Fuchs: Sei nicht traurig, ich werde dir Festbrote mitbringen. Der Fuchs lief in den Wald und fraß die restliche Butter auf. Als er nach Hause kam, brachte er dem Wolf einen Knochen, den er am Waldesrand gefunden hatte, mit. Der Wolf fragte: Wie heißt dein Patenkind denn? Unterschicht, antwortete der Fuchs. Der Wolf nagte den Knochen und brach sich dabei die Zähne aus. Dein Festbrot schmeckt mir nicht, sagte er. Der Winter kam. Dem Fuchs und dem Wolf fehlte es an Nahrung. Da erinnerte sich der Wolf, dass sie einen Buttertopf versteckt hatten, und ging gemeinsam mit dem Fuchs dahin. Doch als sie am Versteck angekommen waren, fanden sie keine Butter. Da sprach der Fuchs zum Wolf: Nun, andere Tiere haben wohl die Butter gefunden und aufgefressen. Und weiter sagte er: Ich weiß, dass es auf einem Hof eine Hochzeit gibt. Dort haben sie viel gebratenes Fleisch, Butter, Brot und andere gute Sachen. Der Wolf und der Fuchs begaben sich ins Dorf. In der Nähe des Dorfes kitzelte der Fleischgeruch in der Nase des Wolfs. Sie kamen an das Vorratshaus. In der Wand des Vorratshauses war ein Fensterlein. Der Wolf könnte hindurchkriechen. So sagte der Fuchs: Kriech in das Vorratshaus und wirf das Fleisch zum Fenster hinaus. Der Wolf ließ sich das nicht zweimal sagen und warf ein Stück Fleisch hinaus. Der Fuchs fraß es. Er warf noch ein zweites Stück hinaus. Er fraß es wieder. Als er ein drittes Stück Fleisch hinauswarf, da fingen im Hof die Schellen an zu klingeln. Der Fuchs, der das Fleisch aufgefressen hatte, floh in den Wald. Als die Bäuerin sich zum Vorratshaus begab, um Fleisch zu holen, da fand sie den Wolf vor. Sie fing an zu schreien: Der Wolf im Vorratshaus! Der Wolf im Vorratshaus! Nun liefen die Hochzeitsgäste herbei, die einen mit Äxten, die anderen mit Spaten und die dritten mit Stöcken, und schlugen auf den Wolf ein. Mit letzter Kraft erreichte er den Wald und sagte zu dem Fuchs: Nun hol du das Fleisch, damit ich mich für die Ärgenschläge wenigstens satt essen kann. Der Fuchs antwortete: Die Hunde wollten mich zerreißen und haben mir das Fleisch weggenommen. So bekam der Wolf gar nichts für die Schläge. Der Fuchs sagte: Komm, lass uns weiterfliehen, sie könnten uns verfolgen. Auf der Flucht trennten sie sich und kamen nicht mehr zusammen.